Herzlich willkommen, hier ist euer Gothic Gamer zu einer weiteren Folge Tropical Paradise. Und wir sind hier vor dem Knopf stehen geblieben. Das Schwarzwalle, ne? Aber ich muss nochmal zurück. Denn ich schaue mir ja auch die Videos an, ob sie was geworden sind und so. Und da ist mir was aufgefallen. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Aber wir kommen hier gar nicht mehr zurück, ne? Müssen wir hoffen, dass wir nochmal irgendwann anders zurückkommen. Zu diesem Fischerdorf, dem, wo wir ganz am Anfang waren. Also, auf dieser Insel ganz am Anfang waren. Denn ich weiß, glaube ich, wo Anweisung 4 ist, die uns fehlt. Wir haben ja die Anweisung 4 nicht. Und im Video habe ich die Truhe dazu gesehen. Im Spiel nicht, aber so. So, ich drücke jetzt hier mal den Knopf. Oh nein, ich habe alle der Mannschaft getötet. Jetzt muss ich sehen, wie ich hier wegkomme. Hoffentlich gibt es noch weitere Lebende auf dieser Insel. What the fuck? Ich habe die getötet? Ich habe einen Knopf gedrückt. Beziehungsweise, das waren ja hier die Zombies, die ich gekillt habe. Was steht da? Fahrstuhldefekt. Oh, eine Bahn. Ich muss wohl erst einmal die Strecken aktivieren, bevor ich sie benutzen kann. Ich sehe keine Bahn. Wo bin ich denn hier rausgekommen? Ein Dorf. Sieht verlassen aus. Was? Wahrscheinlich auch verlassen. Okay. Ist wahrscheinlich schon für oben gedacht. Was ist hier? Fahrstuhldefekt. Zweiter Stock. Damenbekleidung, Schuhe und Unterwäsche. Dort drüben sind Quartiere. Vielleicht finde ich ja etwas Nettes. Quartier 1. Ja. Finde ich. Eine schöne Eisenrüstung. Das ist super. Okay. Ist hier immer... Lol. Also wenn wir mal sterben, haben wir... Ups. Genug... Ah, Lichtschalter. Genug Zeit für ein... beziehungsweise genug Ersatzrüstung. Was wollte ich jetzt machen? Die Zeit versetzen, dass wir wieder einen Checkpoint haben. So. Oh, da oben sind ja auch noch überall Truhen. Meine Güte. Ich guck trotzdem mal ab. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass hier noch irgendwo ein Erfahrungsfläschchen vielleicht drin versteckt ist. Das kann ich mir eigentlich richtig gut vorstellen. Ist es aber nicht. Gut. Aber wir sind auf Nummer sicher gegangen. Toiletten. Nette Toilette. Gehen wir natürlich erst zu den Damen. Geil. Ah. Ein Erfahrungsfläschchen. Haben wir schon 7. Alles aufmachen. Wo sind die Damen? Ich bin doch wegen den Damen hier. Herren. Ja, das wird, glaube ich, jetzt nicht so interessant für mich. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Nö. Hier ist nix. Okay. Warum stockt es gerade so ein bisschen? Oh, ich habe es verunstaltet. Quartier 2. Ach du liebe Güte. Darf ich jetzt hier jede Kiste absuchen, nur weil ich denke, dass ein Erfahrungsfläschchen drin sein könnte? Hoch. Schwede. Erstmal das Licht an hier. Nö.
Nö. Nö, nö, nö. Okay, hier ist auch nichts. Gehen wir mal weiter. Medizinische Abteilung. Quartier 3 auf. Willst du mich verkohlen? Willst du mich verkohlen? Ha, aber ich habe mir schon gedacht, dass hier irgendwo ein Erfahrungsfläschchen drin ist. Das habe ich mir sowas von gedacht. Das war eigentlich schon fast zu offensichtlich, dass hier irgendwo ein Erfahrungsfläschchen drin sein wird. Huch. Ansonsten nichts weiter. Gehen wir mal in die medizinische Abteilung. Das ist also die Krankenstation. Mal sehen, was der Chefarzt so an Medikamenten hat. Da ist auf alle Fälle eine Truhe. Mit einem weiteren Erfahrungsfläschchen haben wir schon 9. Was macht dieser Knopf? Geschwindigkeit 2. Und Stärke. Und Regeneration. Cool. Ja, Schwede, Schimmel. Kommen wir da rein? Na los. Nee. Kommen wir nicht rein? Oh, warum leckt's denn gerade so? Oh, Schwede. Okay, es geht wieder. Junge, warum leckt's denn so? Ohne Witz. Quartier 3 waren wir. Oh, Alter. Warte mal. Speichern und zurück. So. Ich hoffe, jetzt stockt's nicht mehr so. Und wir gehen in die Kantine. Ui, die Kantine. Vielleicht finde ich ja was Leckeres zu essen in der Küche. Was steht hier? Licht? Nee, ich will es hell haben. Fenster. Ach, cool. Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste auf dem Baum. Also, wenn wir da hinkommen, an die Kiste denken. So, kommen wir hier rein? Ja, da ist ein Knopf. Ach Mensch. Das finde ich ja nice. Was kommt hier raus? Lol. Ich nehme die jetzt einfach so mit. Haha. So. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber wieso nicht, ne?